Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Am Dienstag gab es eine interessante Überschrift, die da lautete: Maschine gegen Mensch, IBMs KI verliert knapp gegen menschlichen Redner in politischer Debatte. Die KI hat dabei vor allem Archive aus Zeitungsartikeln für den Aufbau der eigenen Argumente genutzt. Der menschliche Redner hat an der Stelle vielmehr das breite gesellschaftliche Bild gezeigt. Und egal ob gewonnen oder nicht, zeigt das am Ende aber doch die rasante Entwicklung, die wir mit der KI weltweit in den letzten Jahren und Jahrzehnten erlebt haben. 1997 gewinnt die KI gegen den menschlichen Schachweltmeister, 2011 gegen den Menschen im TV-Quiz, 2016 gab es den chinesischen Gau-Moment. Wenn ich jetzt an die Debatte zurückdenke, und da kann ich mir jetzt ehrlicherweise den Verweis auf meinen Vorredner nicht ganz ersparen, könnte ich mir vorstellen, dass bei manchen hier im Bundestag das nicht so lange hin ist, bis die KI auch die menschliche Debatte und Qualität der Argumente überflügeln wird. Im Grunde ist aber natürlich genau das eben nicht, was wir mit der künstlichen Intelligenz verfolgen. Es geht nämlich nicht darum, dass KI den Menschen ersetzt, sondern in unserer Strategie geht es darum, dass KI den Menschen ergänzt, die Fähigkeiten erweitert, dass die KI assistiert. Und dass die künstliche Intelligenz eben genau ein Riesenpotenzial zur Veränderung im Arbeitsalltag und auch in der Wirtschaft hat, das sehen wir an allen Ecken und Enden. Wir haben Studien, dass bis 2030 die Steigerung des Bruttoinlandsprodukts alleine durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz um über 11% ansteigen wird, also 430 Milliarden Euro. Und das alleine ist schon ein großes Ziel und ein großer Grund, warum wir die künstliche Intelligenz bei uns in der Strategie, in der Arbeit der Bundesregierung und unserer Fraktion in den Mittelpunkt stellen. Und wichtig ist dabei: technologischer Fortschritt ist dabei nie Selbstzweck, sondern technologischer Fortschritt muss immer dazu dienen, dass wir Gesellschaft in den Fortschritt und in die positive Veränderung bringen. Und es ist klar, dass die Strategie der Bundesregierung ein wichtiger Auftakt, ein wichtiger Startpunkt für unsere Arbeit mit der künstlichen Intelligenz ist. Und ganz ehrlich, lieber Mario, lieber Mario Brandenburg, da hilft es auch nichts, wenn du wieder die ewige Schallplatte der FDP auflegst, die aber in jeder digitalpolitischen Debatte bringt, dass wir das einzig Wahre mit dem einen Digitalministerium und alles andere ist überflüssig. Meine Güte, nachdem ihr doch eure Strategie im Bundestagswahlkampf auf das Thema Digitalisierung aufgelegt habt, lasst euch doch mal nach anderthalb Jahren was Neues einfallen. Diese Schallplatte kann keiner mehr hören. Und wissen Sie, Frau Cotard, auch eine Sache noch mal zu Ihnen vielleicht. Sie beschweren sich darüber, dass hier externer Sachverstand genutzt wurde. Ich würde Ihnen ehrlicherweise vielleicht mal ein bisschen externen Sachverstand raten, dann wären vielleicht auch Ihre Argumente etwas besser. Und der Platz, auf dem Sie sitzen, von Ihrer Fraktionsvorsitzenden, die brüstet sich ja immer damit, dass sie doch die Unternehmerin, die Start-up-Gründerin, die Unternehmensberaterin wäre. Also ich weiß gar nicht, ob sie lang genug in einer Firma in ihrem Berufsleben gewesen ist, um das wirklich von sich behaupten zu können. Und vielleicht noch eine Geschichte, Herr Jongen, wenn Sie sagen, Sie sind in der KI-Enquete wachsam. Ich würde mir mal wünschen, Sie sind nicht nur wachsam, Sie würden sich auch beteiligen. Wachsam alleine reicht an der Stelle nämlich überhaupt nicht. Also, meine Damen und Herren, für uns ist klar, wir verfolgen eindeutige, klare Ziele mit der Strategie der Bundesregierung für die künstliche Intelligenz. Wir wollen, dass Deutschland, dass Europa Weltmarktführer in dem Bereich wird. Dabei geht es nicht nur um den Bereich der Forschung und Innovation, wo wir gut aufgestellt sind. Dabei wird es uns auch darum gehen, dass wir diesen Transfer sicherstellen. Das werden wir schaffen. Herzlichen Dank. Daniela Kluckert, FDP, ist die nächste Rednerin.